Hallo, mein Name ist Kassio Oehmann. Ich spiele Chris, den Leadsänger von der Band Berlin Mitte. Und das ist meine Band. Berlin Mitte! Hallo, ich bin Anna Fischer. Ich spiele Lila. Und Lila trifft auf Chris. Eigentlich Christopher. Und die verlieben sich. Aber Lila weiß nicht, dass Christopher Megastar ist. In Deutschland bzw. Europa sind wir eigentlich schon sehr bekannt und versuchen jetzt gerade unsere Amerika-Tour zu planen, um da auch den großen Durchbruch zu starten. Und dann geht's ab nach New York. Und dann spielt Berlin mit dem Madison Square Garden. Yeah! Das Ding ist ja, dass Chris ja in seiner ganzen Superstar-Welt, in dieser ganzen Karrierewelt rumhängt und alle ihn so bewundern, weil er auf der Bühne steht, aber keiner sieht, wer ist er überhaupt im Privat. Eine normale Beziehung, wenn man sich da irgendwie das erste Mal trifft, geht man vielleicht ins Kino oder was essen oder was trinken. Und das fällt bei denen natürlich erstmal weg, weil Chris einfach das Problem hat, überall erkannt zu werden. Oder hat er die Idee, eine Spreefahrt zu machen. Und da sind sie dann irgendwie mit Senioren auf dem Spreekutter und singen lustige Lieder und haben sehr viel Spaß. Das ist auch das, was Chris so an ihr mag, dass sie keinen Schimmer hat, wer er ist oder wer auch Berlin Mitte ist. Und deswegen stürzt er sich da eigentlich Hals über Kopf in eine verrückte Liebesbeziehung. Für ein Lächeln von dir lebe ich. Nichts ist mehr klar, so wie es mal war. Wie der Mut mich verließ und ich einfach nicht zu dir stand. Kossia, der singt das ja auch alles selber und der macht sich auch echt gut. Macht echt Spaß. Also ich war nie ein großer Sänger und habe mich nie so ausprobiert. Mittlerweile singe ich gerne unter der Dusche. Marc kam relativ bald mit der Idee. Was ist denn mit Kostja Ullmann als Chris? Und ich gucke ihn an und sage, das ist er. Ist er. Er hat ein sehr entwaffnendes Lächeln und hat eine sehr sympathische Ausstrahlung und eine Aura. Er hat einen Witz und er sieht einfach verdammt gut aus. Er ist schon ein sehr schicker Mann, so sehr schicker junger Mann. Also ich glaube, da muss man sich jetzt nicht so, da gibt es jetzt keine Schwierigkeiten, irgendwie sich da rein zu denken, ich verliebe mich in dich. So. Ist schon ein cooler. Zweimal bitte. Das macht den 16 für 2. Ach so. Bargeld? Nee. Jollbang.